du das vermasselst, kannst du, was mich betrifft, gleich da bleiben. Das bedeutet 12 Millionen Dollar. Was? Cop Target. In wenigen Minuten auf Pro7. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina hat einen blutigen Höhepunkt erreicht. In Sarajevo ist offenbar die entscheidende Schlacht im Gange. Die bosnische Bürgerwehr versucht mit einer Gegenoffensive den Großangriff der Serben seit den Morgenstunden zurückzuschlagen. Die Stadt bietet ein Bild des Grauens, die Straßen sollen mit Leichen übersät sein. UNO-Generalsekretär Boutros Ghali will unterdessen 1000 Blauhelme in das Kriegsgebiet entsenden. Sie sollen Hilfstransporte sichern. Noch heute Abend wird sich der Weltsicherheitsrat damit beschäftigen. Ein Wunder. Seit Wochen wird Sarajevo von den umliegenden Hügeln von serbischer Miliz fast pausenlos mit Granaten beschossen, so auch in den vergangenen 12 Stunden. 30 Menschen wurden allein am Wochenende getötet und auch der Strom der Verletzten, die in die Krankenhäuser eingeliefert werden, reißt nicht ab. Ununterbrochen wird zu Blutspenden aufgerufen. In allen Teilen der Stadt stehen Häuser in Flammen. Gelöscht werden aber kann längst nicht mehr, da die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Letzte Meldungen sprechen davon, dass beide Bürgerkriegsparteien jetzt eine Entscheidung erzwingen wollen. In Paris ist heute ein ranghohes PLO-Mitglied ermordet worden. Atef Pseyo, der palästinensische Sicherheitschef der PLO, wurde vor seinem Hotel mit 7 Schüssen niedergestreckt. Die Täter entkamen. Palästinenserchef Arafat macht für das Attentat den israelischen Geheimdienst verantwortlich. Die israelische Regierung wies die Vorwürfe zurück. Israel hat heute das Ausreiseverbot für den besetzten Gazastreifen gelockert. 2 Wochen lang war das Gebiet völlig abgeriegelt. Tausende Palästinenser waren damit von ihren Arbeitsplätzen ausgesperrt. Jetzt ist die Grenze offen, es gelten jedoch verschärfte Bedingungen für den Übertritt. Morgen tritt der Umweltgipfel in Rio in die entscheidende Phase. Dann werden die 120 Staats- und Regierungschefs in der brasilianischen Hauptstadt eintreffen. Unterdessen verhandelten die verschiedenen Ausschüsse darüber, wie viel die Armen von den reichen Ländern für den Umweltschutz und die wirtschaftliche Entwicklung erhalten sollen. US-Präsident Bush hielt auch am Wochenende an seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem 8. Schutzabkommen fest. Aserbaidschan hat einen neuen Präsidenten. Erwartungsgemäß erreichte der Kandidat der aserbaidschanischen Volksfront, Etchibey, bei der 2. direkten Präsidentenwahl die absolute Mehrheit. Er tritt jetzt die Nachfolge von Präsident Mutalibov an. In der Tschechoslowakei wird nach den Wahlen weiter über die Einheit des Staates verhandelt. Präsident Havel hat den tschechischen Wahlsieger und bisherigen Finanzminister Klaus damit beauftragt, die Bundesregierung zu bilden. Ziel ist der Erhalt des bisherigen Staates. Sollte es zu einer Spaltung kommen, so Havel, werde er nicht mehr für das Präsidentenamt kandidieren. Über die Freilassung der 2 deutschen Geiseln im Libanon herrscht weiter Ungewissheit. Während die libanesische Regierung die baldige Freilassung von Thomas Kempner und Heinrich Strübig ankündigte, stellen die Geiselnehmer neue Bedingungen. Die Deutschen wurden vor 3 Jahren verschleppt, die letzten Bilder von ihnen stammen vom Dezember. Die Entführer verlangen die Freilassung der Hamadi-Brüder, die wegen terroristischer Straftaten in Deutschland einsitzen. Bonn hat unterdessen einen israelischen Pressebericht dementiert, wonach den Geiselnehmern ein Lösegeld von mehreren Millionen Dollar angeboten worden sei. Beim Absturz eines Flugzeuges im Dschungel von Panama sind alle 47 Passagiere an Bord ums Leben gekommen. Die Maschine befand sich auf dem Flug von Panama-Stadt nach Cali in Kolumbien. Suchflugzeuge entdeckten das Wrack jetzt in der Nähe von Tucuti, nahe der Grenze zu Kolumbien. Nach tagelangen tropischen Regenfällen ist die Region kaum zugänglich. Wahrscheinlich ist das Flugzeug von einem Blitz getroffen worden und in der Luft explodiert. Zum Schluss ein Blick aufs Wetter. Morgen scheint vor allem im Norden und östlich der Elbe die Sonne bei sommerlichen 23 bis 26 Grad. In der Mitte und im Süden Deutschlands halten Wolken, Schauer und vereinzelte Gewitter die Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad. Das, verehrte Zuschauer, waren die Kurzmeldungen. Ausführliche Pro7-Nachrichten gibt es wieder um 12:05. Guten Abend.
Wir präsentieren die erfolgreichste Krimi-Autorin aller Zeiten, Agatha Christie, die Meisterin des Kriminalromans. Jeden Mittwoch 20.15 Uhr ein Fall für Hercule Poirot, den berühmten Detektiv, der alle Morde mit seinen grauen Zellen löst. Und die legendäre Miss Marple, unsere Agatha Christie-Reihe auf Pro7. Für schwache Nerven viel zu schade. Es ist ein Mord passiert. Ein Mord, Poirot. Und darf ich fragen, wer ermordet wurde? Rätselhafte Morde beschäftigen Monsieur Poirots kleine grauen Zellen. Eine Überdosis Veronal. Der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Peter Ustinov und Faye Dunaway in Mord à la carte. Aber jetzt ist es an der Zeit, die an dem Fall Beteiligten mit der Wahrheit zu konfrontieren. Mord à la carte am 10. Juni 20.15 Uhr auf Pro7. Ich werde Ihnen jetzt meine Mörderjagd erklären. Eine Mörderjagd? Kommen Sie schnell zum Bootshaus! Aus einem Spiel wird blutiger Ernst. Ganz genau wie Ihr Mord. Aber diese junge Dame hier ist tot. Doch es bleibt nicht bei einer Leiche. Ein Fall für Meisterdetektiv Hercule Poirot. Hallo! Oh, kommen Sie mit, Sie haben was im Fluss gefunden. Was? Warten Sie auf mich! Unvergessen Peter Ustinov in Mord mit verteilten Rollen. Am 17. Juni 20.15 Uhr auf Pro7. Krimi-Klassiker im Juni. Die Agatha Christie-Reihe bei uns auf Pro7. Eine Reise nach Mittelamerika, liebe Zuschauer, hat ganz gewiss ihren Reiz. Für den Top-Polizisten Wood ist so ein Trip aber nichts als berufliche Routine. Doch kaum angekommen, gerät der Gesetzeshüter in einen tödlichen Drogenkrieg. Erleben Sie nun bei uns auf Pro7 den italienisch-amerikanischen Kriminalfilm Cop Target mit Robert Ginty und Charles Napier in den Hauptrollen. Unter dem Pseudonym Humphrey Humbert führte Action- und Abenteuerspezialist Umberto Lenzi Regie. Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung bei dieser deutschen Fernsehpremiere. Liebling, dein Leibgericht, ganz neu. Aha, neue Kartoffeln. Richtig, und dazu den neuen Cremor Creme Quark. Was ist denn das Besondere an diesem Cremor Creme Quark? Der schmeckt besser. Hallo. Ist cremig und ideal für deine gesunde Ernährung. Hier, nur 0,2% Fett. Bei dem Geschmack nur 0,2% Fett? Ja, wenn das so ist. Yeah! Aber Liebling... Hm? Alte Liebe, neue Lust. Cremor, der allererste Creme Quark. Nur 0,2% Fett. TV Movie bringt Brigitte Nielsen, Sean Penn, Hannah Schigula, Peter Falk und Paul Hogan. Jetzt in TV Movie, der TV-Zeitschrift für Programm und Spielfilm. Jeden Tag alle wichtigen Sender im zeitlichen Schnellvergleich. Und der Movie-Star hilft Ihnen bei der Spielfilmauswahl. TV Movie, 14 Tage Fernsehprogramm für nur 1,80 Mark. Ja, Cremor, Cremequark. Cremor? Klar, einen besseren Quark werden Sie hier nicht finden. Cremor, Cremequark, 0,2% Fett? Mhm. Das klingt ja sehr gut. Cremor, der allererste Cremequark. Manches gibt es nur einmal auf der Welt. Placido Domingo. Zusammen mit Spaniens Superstar Paloma San Basilio in einem der spektakulärsten Live-Konzerte aller Zeiten. So ein Konzert wird es nie wieder geben. Aber die CD. Kambuzola. Unwiderstehlich sahnig. Aus der Käserei Champignon.